Alter, ich will wenigstens noch diesen Drecksstartsteig durchbringen, aber selbst der wird wahrscheinlich nicht mehr viel bringen. Ja. Ja, ihr hättet euch so wie ich rechtzeitig das Boot verlassen müssen. Nee, aber ich habe keine Occupied-Dinger. Also ich kann von mir sagen, ich bereue nichts. Ja. Also ich kann ernsthaft sagen, ich kann dasselbe von mir behaupten. Ja, ich glaube, wäre ich nicht kommentieren gewesen, wäre ich doch viel schneller gestorben. Ja, aber ich auch, also. Wieso ist das der Russe so verkackt? Also wir müssen schon sagen, ohne Belgien hätten wir den Krieg gewonnen. Tscheche! Ich bin nicht mehr der Tscheche. Du hättest auch einfach faschistisch werden können. Nein, da hat mich der Deutsche aber trotzdem angegriffen. Sicher. Jetzt Tscheche wirst du sowieso annektiert, also. Also ich habe mich eigentlich ganz gut gehalten. Ich fand's witzig, die Runde. Natürlich fand ich die Runde witzig. Warte, achso, du hast verloren. Dann wundert es mich, du bist Wüstenfuchs. Ich lasse es einen Trupp in Helsinki stehen. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Also ich hatte Spaß bei der Runde. Ich bin jetzt noch am Leben, also ich kann mich nicht beschweren. Wieso machst du mich kommunistisch? Was soll das, Ukraine? Rumänien. Einmal lass Kommunist, mich. Immer Kommunist. Der kommt ja nicht raus. Ich helfe dir, Ukraine. Thanks. Erstmal Staatsstreich, auf geht's. Ich warne dich. Stage a coup? Oh, guck mal. Du brauchst nur 100 Infanterie-Equipment, das ist nice. Hi, komm, sie machen Coup bei mir. Ja, aber du bist auch eine elendige Verräter. Hä? Ich bin... da werden die Regeln umgestoßen. Aber ich hab nicht... Ah, ja. Boah, Bons, was soll man das bringen? Das klingt gut. Okay, also ich muss wirklich sagen, die Russen sind als Verbündeter echt verdammt scheiße. Hey, ich hab mich schon... Die Russen sind immer scheiße. Außer du spielst sie selbst. Wenn wir einen alten Russen gebraucht, dann wär's okay gewesen. Ich sehe das Problem. Also, Rumänien, lässt du's bitte. Warum? Das kommt eh nicht mehr durch, bis ich gefallen bin. Ah, ich will's nicht riskieren eigentlich. Gott, ich hab schon über 1 Million toter Menschen. Sind bei ich bin zufrieden. Durch mich sind 28.000. Mindestens 3 Millionen Menschen gestorben, also ich bin zufrieden mit mir selbst. Okay. Tscheche, siehst du, was du gemacht hast? So viele tote Menschen, 10 Millionen insgesamt. Ich kann mich nicht... Ja, aber sie haben den Krieg nicht angefangen. 25 Tage! Was? Dann ist der Staatsstreich in Frankreich. Der rettet jetzt auch nichts mehr. Der rettet jetzt auch nichts mehr. Ja, der Hafen Franzosen geht dann halt noch drauf, aber... Es geht schlimmer. Es geht noch, Heiko. Einer geht noch rein. Nein. Das ist jetzt so ganz kurz vor Ende, kann man ja gerade nochmal Frauenrecht abschaffen, oder? Ja, ihr hattet. Oder wie war das, diese Boni, die du bekommst, wenn du Frauenwahlrecht einstößt in der Monarchie? So eine Wahlen. Also, ich mache jetzt den Force Patriarchy. Weißt du, wenn so. Du schon untergehst, dann auch richtig. Mein Land ist jetzt ein Patriarchat. Sehr gut. Warst du nicht vorher schon? Ja, aber jetzt ist es offiziell. Du hast 34 rekrutierbare Männer. 34 Stück Karpaten-Ukrainer sind hier. Ja, ich arbeite ja noch dran. Ja, dann arbeite. Bin gespannt. Ich werde mir das. Moment, was machst du da? Größtem Vergnügen ansehen. Ich würde sie dir ja geben, wenn ich sie hätte. Das glaube ich dir irgendwie gar nicht. Ja, doch. Ich meine, überlaufen. Ich wurde praktisch gezwungen. Das Ding ist, Polen läuft gerade bei mir ein und ich habe immer noch die Option, meine Garantie zu Polen zu widerrufen. Wie konnten wir das eigentlich verlieren? Kann man das jemand erklären? Weil die Russen kacke sind. Nee, weil der Belgier unbedingt den Deutschen verteidigt. Ohne den Belgier wäre der Deutsche doch schon lange gefallen. Ich hätte auch viel früher in den Krieg eingreifen können, also. Ja, aber komischerweise hattest du halt auch mehr Truppen als der Deutsche. Nein, Hitler hatte irgendwie 100 irgendwas. Ich hatte halt 70, 80. Ja, die 70, 80 waren halt auch der Unterschied. Und die standen halt immer auf einem Fleck. Damit kam man da tatsächlich irgendwo durch. Ich habe gerade nur Schiss, dass plötzlich die Franzosen
schnellen Bürgerkrieg haben und dann bei mir einmarschieren. Das wäre so geil, wenn die jetzt kommunistisch wären, sich mit Spanien verbünden und dann bei Frankreich, in Deutschland einmarschieren von der anderen Seite und bam, und wir rollen noch auf. Marco, kannst du zu Russland reingehen kurz, per Pisskonsum, wir waren die Ukraine freilassen? Nein. Schade. Ja, bist du wieder tot? Nein, nein, aber ich kann mich vereinigen mit der Ukraine, wenn sie sich leben. Man müsste nur kurz einen kleinen Push gegen die Sowjets machen. Der Pole erobert eh gleich Moskau. Stimmt. Okay, alle Infanterieeinheiten. Wer will Heiko, willst du Militärattachés? Ich will alles. Hier, bitte, schick dir mal. Nimm mal an. Die Karpaten-Ukraine wird dich jetzt unterstützen. Ja, mit der Unterstützung können wir ja gar nicht mehr verlieren. Mit der militärischen Hochberater aus dem alten tschechischen Imperium. Ey, die Schweiz will mir nicht helfen. Bekommt gar nichts, Alter. Die Kriegstreiber. Was Kriegstreiber? Selber Kriegstreiber. Also bist du hier der Kriegstreiber? Du finanzierst doch. Ich bin lediglich eine Exportnation mit freiem Handel. Heiko, nimm endlich an. Ich verliere die ganze meine Panzer. Die verschwinden einfach so. Habe ich doch schon längst. Für deine Panzer. Hä? Hast du nicht? Och. Du hast abgelehnt. Ich hab angenommen. Okay, warte, ich schick's dir nochmal. So. Das ist ein Friedensangebot. Ah, nee, ist nicht. Accept. So, siehst. Okay, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Das landet Deutschland bei mir. Was soll das? Ukraine, willst du ein Militärattaché haben? Rumänien. Was ist? Willst du ein Militärattaché haben? Natürlich. Ja. Dann ist eigentlich der Claim fertig. Yeah. Danke. Der. Staatsstreich, auf den wir alle warten. Ja. Nein, 10 Punkten. Jugoslawien ist auch der 20 Tage, also. Außer ich werde jetzt überrannt von Deutschland, das wäre natürlich witzig. So schnell geht's auch nicht. Vorbei. Wobei der Deutsche schon wieder bei dir gelandet. Ja, ach. So lange habe ich in Jugoslawien gewohnt und jetzt hassen die mich. Ja Mann, ich habe improved Winterklamotten. Also ich fand meine lieber noch immer die beste. Bist du alle sterben und Heiko kümmert sich um Mode. Ist doch geil. Ich finde, ich hatte die beste Spiel. Ich habe mich in die Berge zurückgezogen. Und hast dann verloren? Nein, ich habe mich wortwörtlich in die Berge zurückgezogen. Karpaten-Ukraine. Weißt du, das Schlimme ist, selbst wenn Frankreich jetzt noch kapituliert, verreckt Spanien wahrscheinlich gegen Großbritannien. Der Krieg ist. Können die jetzt eigentlich mal hier. Eigentlich können wir. Mitte Oktober. Will wenigstens noch den Bürgerkrieg sehen. Das ist eh nur Elsass-Lothringen, sage ich jetzt schon, wird instant überrannt. Na, echt? Hä, nein, das wird viel mehr sein, Heiko. Die haben über Hälfte. So, wie viele, wo seht ihr das, wenn der stattfindet? Scheiße. Okay, so viel zu Spanien. Das Dominion of Canada. Ungarn erklärt mir den Krieg gleich? Oh shit. Oh shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist der größte Verrat von allen. Stirbst du ihn gleich echt noch? Ja, wenn Ungarn mich noch angreift. Ich meine, ich glaube, dauert ein bisschen lang, aber. Ja, du bist nicht kommunistisch, ansonsten hätte ich dich jetzt garantieren können. Ja, das hätte mir nicht so viel gebracht, nimm's nicht persönlich. Ich glaube, die KI sieht es dann schon. Ich weiß nicht, du bist nicht so als. Schaut euch mal an, wie wenig Truppen die Sowjets nur noch haben, also für eine Sowjetunion wenig. Oh. Blöd. Da. Oh. Ja. Gut. Aber wir hatten natürlich auch noch ganz viel asiatische Unterstützung, die wir halt nur nie gesehen haben. Naja, die haben mir immer in Artillerie geschickt, so 100 oder so. Jungs, nur noch ein, zwei Tage, dann ist es bereit. Oh, ja. Noch zwei Tage, ein Tag bis zur Revolution. Wird eh nichts, wird so ein kleines Scheißding mit einer Einheit oder so. Die Ukraine ist auch noch gejoint. Jetzt. Okay, also das hätten wir mal vorher haben müssen, nur leider ist haben so die. Ist ja so scheiße positioniert. Alter, aber guck mal, das wäre so gut gewesen, wenn wir die vorher gehabt hätten.
Da habe ich schon mal gesagt, dass ich den Alliierten da getreten bin. Ja. Alter, wir hätten diesen Staatsstreicher von früher machen müssen. Stell dir mal vor, Spanien wäre jetzt noch normal an der Grenze, weil Frankreich fast tot. Schau mal, Ungarn ist fast kommunistisch. Wir hätten die viel früher reinholen müssen. Als ich dich gefragt habe, Heiko, hätten wir es machen. Stell dir mal vor, ihr seid jetzt die französische Kommune. Und diese Position geht auf die politische Karte von denen aus. Was zum Fick machst du da, Belgien? Das rechtfertigt der gerade auch bei dir. Nein, er ist im... okay. Der Belgier übernimmt kurz die Typen, glaube ich. Ja, ich bin übrigens tot. Ich glaube, das war's jetzt auch. War ja ein witziger Stream eigentlich. Ja. Also ich fand's feierbar. Ey, mach mal deine external political influences hier weg. Warum? Ja. Weil ich sonst Polen noch mehr Gewehre schicke, mit denen sie auf dich ballern können. Jetzt kommt auch noch der Türke. Oh komm. Als ob die jetzt alle den Alliierten beitreten. Ich mache jetzt erstmal einen Coup bei dir, demokratisch. Das war clever, den Alliierten als Dritten mitten von Faschisten umgeben. Das ist schon leicht die Tatsache, dass Polen der Achse getreten ist. Das ist schon ein bisschen... Das ist tatsächlich eine sehr traurige Heiko, Runde. Halt die Front, Heiko! Wieso sollte ich? Es gibt keine Hoffnung mehr. Ey, möchtest du mal runter nach Tschechien kommen? Tschechien existiert also, nicht mehr. Heiko, da wird Hoffnung noch groß geschrieben. Ich gebe dir einen Privatjetflug in mein, hier, Bergpalast in Ukraine. Ach so. Ich gebe dir Privatjetflug in meinen, Bergpalast in Ukraine. Arbeiterinnen. Ach so. Aber noch steht Bukarest. Bukarest wird niemals fallen. Naja, es ist jetzt Polen schon... Polen ist Weltmacht. Ukraine ist Weltmacht. Okay, jetzt gehen wir auf 5, das kann man eh nicht halten. Mein Land war krepiert. Das ist aber eine Unterstellung, ich halte es noch. Ich glaube, der Rest nicht. Ja, also ich schon. Ich ja nichts. Jetzt einfach mein Land überrennen? Soll ich surrendern? Der Bürgerkrieg war nicht so effektiv, Hyper. Ja, aber stell mal vor, das hätte es wirklich rausgerissen, damals, als es noch halbwegs fair war, als es einfach nur stagniert hat und Spanien halb Frankreich erobert hatte, wäre das Ding da getriggert. Und wir hätten vielleicht auch Ungarn gebraucht. Wir halten noch die Luftüberlegenheit. Okay, jetzt nicht immer noch? Ich hab einen Flughafen, aber ich hab keine Luftwaffe. Ich hab auch bloß 40 Flugzeuge oder so. Ja, jetzt Grand Assault. Haha, Lukas, minus 175 Flugzeuge, wie auch immer das geht. Okay. Finde ich interessant. Was machen wir? Infiltration oder Assault? Ah, ich muss mal kurz an alle. Wir hätten alle blockieren, die Scheiße geschrieben haben. Wir müssen Luxemburg spielen und dann Mars Assault im Fokus. Guckt mal den Typen, der gerade mein Land leitet, an. Irgendwie habe ich das Gefühl, Hitler hat einen Zweitjob gefunden. Ist sein Name komischerweise Hilter? Nee, aber er hat so eine ähnliche Frisur und Gesicht. Sind wir Hilter? Was für ein Land schön, ist das? Meine Justification for War fertig ist, nachdem ich schon längst fast ganz, das ganze Land überrannt habe. Ich hab Helsinki verloren, wieso lebe ich noch? Bukarest wird niemals fallen. Okay, vielleicht doch. Ich löse jetzt alle meine Armeen auf, ich hab keinen Bock mehr. Aber ich bekomme noch 0,06 Political Power every day. Ich opne jetzt erstmal den Music Player. Und dann schicke ich erstmal die richtige Musik raus. Ja. Ich muss aber gleich sagen, ich will eigentlich noch was essen, bevor ich ins Bett gehe. Das geht jetzt nicht mehr lang. Das geht echt nicht mehr lang, aber nicht, weil du isst. Das ist doch aber kacke, so ein Scheiß, wenn das einzige Stück... Weil warum schon mal Finnland? Ja, Finnland an sich spielen ist ja kein Fehler. Ich meine, es gibt Leute, die haben schon mit Luxemburg gespielt. Nee, Finnland an sich, das hätten die auch gut gewonnen, wenn Polen da nicht reingerannt wäre. Das wäre auch nicht schlimm gewesen, da hat gar nichts funktioniert halt. Nein! Belgien war auf einmal viel zu stark. Und Polen hat es vielleicht auch nicht unbedingt besser gemacht und
dass alles den Alliierten beigetreten ist, war auch also, nicht so cool. Polen war halt komisch, weil alle Italiener in Polen waren. Zwei Sachen nur mal. Ich will erstmal anmerken, ich habe mich für Tschechien richtig gut geschlagen. Ich meine, ohne hier gewisse belgische Einflüsse wäre der Krieg gewonnen gewesen. Ja, aber auch nur, weil ihr alle kommunistisch wurdet. Ja, wir alle, aber wir sind Kackländer, wir haben alle zusammen weniger Truppen als ein normales Land. Freiheitlich! Hallo, Freiheitlich! Einheiten außer du, Heiko. Was? Ich hatte 30 höchstens. Was? Ich hatte 20. Mach jetzt Lukas, bei mir hat es immer angezeigt, dass du so 70 hast. Was? Nein! Gerade gegen Ende hatte ich 15. Es ist nicht unsportlich, meine Armee aufzulösen. Es ist der Leistung. Ich habe 32 Einheiten. Ja, wir können auch. Naja, also der KI muss man jetzt den Spielspaß, weißt du. Also ja, ich sage ansonsten, also, Menschenspiel wäre es unsportlich, aber und die KI hat jetzt nicht besonders viel Spaß. Weil ich werde so oder so in 5 Minuten den Stream beenden, unabhängig davon, ob die bis dort irgendwas erobert haben. Und ich dachte wenigstens erobern sind, aber was in der Zeit. Also ich habe mich gut geschlagen, Heiko. Ich lebe noch, mein Land ist absolut stabil, die Wirtschaft ist am aufsteigenden Ast. Ja, also ich bin zufrieden mit mir. Was ist das für ein Land? Zentralmazedonien. Zwei Einheiten. Eine Fabrik. Ja, mehr als was Heiko hat. Statt jetzt noch War-Propaganda gegen Chile. Bukarest lebt immer noch. Heiko, die Leute wollen wissen, wie das. Einer will wissen, wie das Lied heißt, das ich dir geschickt habe. Keine Ahnung, das kannst du schon im Chat schreiben, wenn ich weg bin. Ich weiß nämlich selber nicht, wie es heißt. Ja, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Das ist nur in unserem Verlauf und das mache ich jetzt nicht. Ja, okay. Bukarest! Nein! Aber du musst mir dann noch sagen, wie es dir gefällt, auf jeden Fall. Ja. Oh, das war Brasov. Jetzt kommt die gelbe Wand gegen die Sowjets. Achtung. Das war sehr traurig. Wo sind die japanische 80 Division eigentlich hin? Anime schauen. Sieht echt so aus. Ganz Asien ist Anime schauen gegangen, glaube ich. Also, ich finde. Also. Ich bin wirklich stabil, also mein Land hat sich nicht verändert. Ich finde es erstaunlich, wie lange Finnland eigentlich überlebt. Ja, du bist halt unwichtig. Weil das wichtig war, dass man die glorreichen Rumänen platt macht. Und das Imperia Tschechia. Genau. Und nicht deren neue Heimat. Ja, da sind jetzt alle Tschechien hingeflohen, das ist... Alle Tschechien, ganz sicher. Ja, was ist mit der quasi Million, die du verloren hast in Tschechien? Ja, die ist heldentot gestorben. Okay. Aber wer würde das nicht freiwillig tun? und die Axt sind im Krieg mit den Alliierten? Nein, nicht deswegen. Die Axt im Krieg mit den Alliierten? Ja. Nee, sind sie nicht. Nee, die sind bloß den Kommentaren beigetreten. Warte mal, doch, sind sie. Achso, nein, die Tschechien. Du bist schon. Jetzt Krieg. Ich wünsch dir so sehr, dass du überrannt wirst, bevor sie aufgehen. Ja, nicht. Jungs, wir haben morgen um 9 Uni, oder? Ja, ja, ich hoffe. Endlich sterbe ich doch noch, wie dramatisch. Das ist jetzt ein schöner Tod. Wir gucken uns auf Stufe 5 an. Also ja, so Top richtig rangezoomt. Ich existiere nicht mehr. Ich existiere also, tatsächlich noch irgendwo, ja. Ich habe noch so einen Strand. Ich würde sagen, das Ziel kommt um die Top 10 Anime Betrayals. Achso. Bestes Video. Und die Schweiz hockt da, hat quasi nichts getan, außer wahrscheinlich eine Botschaft. Wobei, die haben nicht mal gestorben. Eine Schweiz, was hast du überhaupt? Ich hab so viele Gewehre produziert, Alter. Und hab die dann in Deutschland geschickt. Ich hab die ganze Zeit nur für die scheiß Faschos produziert. Ich muss dir nachher mal ein Bild zeigen, wie ich die halbe Welt subventioniere, die gegen euch kämpft. Das war wirklich nett, Tobi. Alle zwei Minuten kam was von dir. Alter. Ich finde das nicht fair. Wieso haben wir ich fand's geil. Ich fand's unfair, da wir drei Nationen gegen eine rennen, der Deutsche nichts geschissen bekommen. Hä, wo ist und die Nation gegen eine gerannt? Heiko und ihr beiden anderen Kollegen. Ja, alle drei Kommentaren. Ja, gegen den. Gegen den einen armen Fascho, Alter. Gegen den einen armen Fascho. Der hat noch nicht angefangen. Er hat uns den Krieg erklärt. Hat das Sudetenland gehört Deutschland? Das Sudetenland gehört Deutschland? Hallo? Das ist.
Banks mit Nazis habe, ich verstehe. Das ist doch keine Bitte, wenn sie zu Deutschland gefordert wird. Hallo, Tschechien, dürfen wir mal bitte. Das ist, Lukas! Also, was denn? I'm on the road to Moscow. Ich wette mit etwas mehr als einem Lastwagen. Okay, Heiko, beenden wir den Stream. Der ist mal zu gefallen, Mensch. Nein, Heiko, tu mir das nicht an! Doch. Ich glaube, ich habe immer noch nicht kapituliert. Oder? Du hast vor zwei Jahren kapituliert. Hab Gnade, Heiko! Komm, das Wunder von Kuscht! Niederlande, haben wir gut gemacht. Belgien übrigens, aber okay. Belgien, wer auch immer. Ja. Der Aluminium-Trade mit der Sowjetunion wurde aufgrund von fehlenden Zivilfabriken eingestellt, okay. Also Heiko, ich würde es mal so sagen, sehen wir es positiv. Hitler ist nicht an die ganzen polnischen Juden gekommen, wir haben Millionen Leben gerettet. Eine Frage, wo habe ich eigentlich noch... Ich habe noch 6 Fabriken. Wo? Die eingekauft? Nee, ich habe tatsächlich noch Boden, obwohl ich schon kapituliert habe. Ich finde es auch interessant, dass Australien die hat. Don't question it. Wie kam Australien da hin? Was hat Australien? Die Krim. Weißt du, was macht Österreich? Wieso habt ihr das Spiel gebraucht? Weil er den Fall ist und nicht klar. Das war nicht ich, das war halt so. Increase! Trauriger Moment in der Geschichte. Jetzt kommt der traurigste Moment in der Geschichte. Der, bei dem der Host disconnected ist. Ah, nee. Nein! Was ist denn das? Der hier! Nein, ist schon wieder. Ja, alle Tschechen sind gestorben. Somit bleibt Wüstenfuchs als der einzige Spieler dieser Runde in Erinnerung, der zweimal verkackt wird. Um klar zu sein, ich hatte nicht wirklich eine Chance mit der kaputten Ukraine. Ja. Du hast allerdings ja noch keine zweite Chance verdient, eigentlich. Also ich hab mich fair verhalten. Ich bin rausgegangen, als das Schiff am Sinken war. Nice. Kann ich da nichts für. Du hast dir ganzes Volk zurückgelassen. Du weißt ja, die Ratten verlassen als erstes das Schiff. Arschloch. Ich kann ja nicht, wenn ihr die Alarmglocken auf der Titanic ignoriert. Ich sag's ja nur. Heiko ist wahrscheinlich das Orchester, das du bis zuletzt bleibst. Richtig. Nein, ich geh jetzt auch. Exit Game. Also, sollen wir es dann beenden? Ja, wir beenden es jetzt. Also, ich hab das Spiel mal witzig. Leute, es ist 11 Uhr abends. Okay, wir können jetzt auch noch bis 2 Uhr morgens hier sitzen und die Eroberung der Sowjetunion beobachten. Will ich nach Moskau laufen? Naja. Gut für die Leute im Stream, das war's. Mal gucken, ob ich ihn hochlade. Wahrscheinlich nicht. Aber. Warum nicht? Weil du verloren hast. Das Problem ist, der nächste Stream wird wahrscheinlich erst in 2 Wochen sein, aber das ist ja okay. Dann lad's einfach hoch. Ja, vielleicht lade ich es hoch. Das ist auf jeden Fall witzig. Es ist witzig. Ja, lad's hoch, es ist das geilste überhaupt, Alter. Eigentlich schon, ja. Wir haben Tobi, dargestellt, wie Deutschland ist. Aus deiner Perspektive hochladen, das ist ja viel 21. witziger. Wieso bin ich hinter den Schweden, den Kanadiern etc.? Na gut, das war's im Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.